Wir konnten durch die Beobachtung von elektromagnetischer Strahlung nicht nur wunderschöne Bilder aus den interstellaren Tiefen des Weltalls schießen, sondern auch neue Erkenntnisse über unsere Herkunft gewinnen. Das Hubble-Teleskop relativierte mit seinem Hubble Deep Field-Foto die Stellung unserer Erde in noch nie dagewesener Weise. Eine schier unendliche Anzahl an Sternen und ganzen Galaxien wurde durch die Langzeitbelichtung eines winzigen schwarzen Flecks im Weltall sichtbar. Jede Galaxie, eine Insel im leeren Raum von unterschiedlichster Form. Das Hubble-Teleskop macht es zudem möglich, Licht zu untersuchen, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Vor allem durch die Beobachtung der Infrarotstrahlung erkannte man, dass sich das Universum ausdehnt und es deshalb höchstwahrscheinlich einen Urknall gegeben haben muss. Es gibt allerdings auch Objekte im Universum, die in der Regel keine Strahlung aussenden und nur indirekt beobachtbar sind. Schwarze Löcher. Sie sind so massereich, dass ihre immense Gravitationskraft sogar vorbeifliegendes Licht anziehen und verschlucken kann. Was diese supermassereichen schwarzen Löcher aber aussenden, sind Gravitationswellen. Die Existenz dieser hat Einstein vorausgesagt, doch er war sich nicht sicher, ob die Messinstrumente jemals genau genug werden können, um diese zu messen. Schließlich geht es hier um ein Tausendstel des Protonenradius. 2015 gelang es dem Projekt LIGO erstmals, Gravitationswellen nachzuweisen. Zwei kollidierende schwarze Löcher waren dazu notwendig. Mit dieser Entdeckung bestätigte sich nicht nur Einsteins Vorhersage, sondern es eröffneten sich auch ganz neue Türen für die Betrachtung des Universums. Wenn die Beobachtung eines winzigen Bereichs von elektromagnetischen Wellen, welche die Forschung auch schon viele Dekaden erforscht, unter anderem die Urknalltheorie hervorbrachte, was kann uns dann erst die Erforschung von vollkommen neuartigen Wellen zeigen? Die bisherige Hoffnung liegt darin, die Ausdehnung des Universums noch genauer zu verstehen und zu messen. Hashtag Hubble-Konstante. Noch weiter in die Vergangenheit zu sehen als das Hubble-Teleskop. Bis zu 3 mal 10 hoch minus 18 Sekunden nach dem Big Bang. Interstellare Richtungen noch genauer zu bestimmen. Gravitationswellen vom Urknall selbst messen zu können. Phänomene zu beobachten, die bislang durch Materie bzw. zu viel elektromagnetische Strahlung verdeckt waren. Phänomene zu erkennen, die gar keine elektromagnetischen Wellen aussenden, wie schwarze Löcher eben. Oder neue Erkenntnisse über die dunkle Materie gewinnen zu können, welche immerhin 95% des Universums ausmachen muss. Doch das Interessanteste ist wahrscheinlich, viele neue Forschungsprojekte können völlig neue und unerwartete Zusammenhänge aufzeigen. Schlicht nach Sokrates' Motto: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nun sind auf der Erde extrem viele Störfaktoren, welche die Messung von Wellen schwierig machen. Das Interferometer LIGO, von dem eben die Rede war, ist extrem feinfühlig. Es wird nicht nur durch Gravitationswellen ausgelöst, sondern auch durch den Berufsverkehr oder sogar weit entfernte Fußgänger gestört. Diese Störfaktoren aus den Messungen herauszukürzen, ist technisch nicht nur aufwendig, sondern funktioniert natürlich nicht völlig einwandfrei. Das Signal könnte viel sauberer ermittelt werden, wenn diese Faktoren ausgeschlossen werden könnten. Mit dem aktuellen Projekt der ESA könnten diese Faktoren bald eliminiert werden. Zudem sollen ganz neue Maßstäbe in Betracht gezogen werden. Die Genauigkeit des Messinstruments für Gravitationswellen wächst nämlich mit seiner Größe. Auf der Erde sind immerhin schon Größen von mehreren Kilometern erreicht, doch mit dem Laser-Interferometer Space Antenna, kurz LISA, soll ein Messinstrument von 2,5 Millionen Kilometern Ausmaß gebaut werden. LISA besteht aus 3 Satelliten, die in Dreiecksformation auf der Erdumlaufbahn um die Sonne kreisen. Sie werden das größte Interferometer bilden, das je erbaut wurde. Mit einem Interferometer lassen sich kleinste Längenänderungen messen, die unter anderem durch eine Gravitationswelle entstehen, wie eben schon angedeutet. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Strecken der 3 Satelliten zueinander trotz der gigantischen Entfernungen unfassbar genau und stabil sein müssen. Das Projekt zählt deshalb zu einer der größten Meisterleistungen der Experimentalphysik.